Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Infinite Fusion. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Rivalen besiegt, sind halt durch die Hydikta-Höhle zum Major Bobner, zu Rocco, haben da nochmal eine Forscherin geholfen. Ja, und jetzt machen wir in dieser Folge Major Bob Arena. So. Oh. Aber er ist sowieso Boden, also von daher so. So, ja, das ist schon gut, 31, ja, super. Es wird halt nur eine blöde Sache. Oh, Sandan und Voltoball. Gut. Okay, das war nicht Sandan. Weil, es war entweder... Okay. Das war's. Oh, Robustheit. Ah, erhöhe ruhig deine Defense, wow. Einmal damit. Das war es dann auch schon. Ich hätte auch Kratzer einsetzen können. Wäre also egal gewesen. Ja. So, Level 24. So, ja. So. Dieser Sam und Pikachu. Ja. Dann machen wir einmal Ember. Das Ding ist futsch. Ja. Gut. Okay, Shiggy und Pikachu. Es wird halt ein bisschen... ach ja. Elektro. Okay. Ja, okay, Wasserattacken kann er irgendwie nicht. Ist ein bisschen merkwürdig, aber ich hau mit dreimal Glut weg. Okay, jetzt müsste... ja. Da wechseln wir auf Garara. Weil Käfer nichts. Ja, Lumanda und Pikachu. Wir machen einmal Krabhammer. Quick Attack. Es dürfte es weg sein. Ja, ist es auch. Ja. So. Ja. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ah. Jetzt kommt die Schalterrätsel. Das ist ja ein bisschen blöd, aber hier ist nichts. Doch, da war ein Hebel. Ja, hab beide Hebel. Super, jetzt könnten wir zum Manager Bob. Aber bevor wir das machen, lade ich meine Pokémon auf. Weil ich das Glumanda das Glutexum mitnehmen möchte und das ein bisschen angeschlagen ist. Ja.
So. So. Ja. So, wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit und wir nehmen ihn mit. Wir nehmen Vati extra mit, damit Erfahrungspunkte sammelt. Und weil es halt auch Elektro ist. Okay, Krabi und Volterball. Ja, die haben hier noch mit Wasser mit reingemischt, damit wegen Boden halt. Wasser kocht ein bisschen, aber ich mache ihm ja schon genug Schaden. Aua. Das war ein Crit. So. Weil. Oh. Okay. Das war auch ein Crit von mir. Nicht sehr effektiv, aber Hälfte weg. Wenn das jetzt noch ein Crit wird, wird es leider nicht. Glücksstrahl. Das war leider das sehr effektiv, aber. Wir haben ja trotzdem gewonnen, ja. So. Pikachu, wir wechseln auf Gararas. Okay. Machen erstmal. Aua. Vor, damit es pennt. Bugbite, Krabhammer. Krabhammer wird wegen Elektro nicht so. Ah, normal effektiv. Oh, normal effektiv und das Two-Hit mit Krabhammer. Okay. Super. Das ist besser gelaufen als geplant. Nö, das lassen wir denn. Reibatz. Okay. Dann. Thunder Punch. Donner Punch. Donnerschlag. Aua. So. Mach unbedingt nochmal Krabhammer. Ah, paralysiert, egal. Hälfte haben wir. Ah, blöde Bärer. Na komm. Miss. Es pennt noch. Full. Ja. Nee. Cancel. Super Potion macht. 50. Ja, erstmal auf sich selbst. Weil. Donner Punch. Ja, es schläft nochmal. Freshwater macht auch 50. Damit sich ein bisschen besser. Regeneriert. Wir probieren es nochmal mit Krabhammer. Ah, Paralyse. Ne, ich wollte ja auch noch Lumanda heilen, damit wir wenn Gararas besiegt ist, halt noch ein anderes Pokémon haben. Noch ein Donnerschlag, aber. Aber mit dem Krabhammer. Na komm, Garas, das wirst du doch noch gewinnen. Genau. Und jetzt mal noch ein Spore. Na, ah, Donnerschlag. Das überlebst du nicht. Schade. Aber
Gut, dass wir Lumanda geheilt haben. Glutexo, Entschuldigung. Fanda. Crit. Ja. Flammchage. Nein, zu langsam. Schade. Okay. Jetzt kommt noch Vati. Na komm, mach einen Tackle. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, Vati hat's geschafft. Super. Und es hält 1000. Super. Electro Ball, ja. Für Takedown geht Electro Ball. Also Electro Ball geht für Takedown, so rum. Ja, 5 Level noch. Ja. So. Thunder Wave, Donnerwelle. Ja. So. Damit haben wir die Mission. Damit haben wir das abgeschlossen. Okay, wir haben noch Teleport bekommen. Als Item. So. Bevor wir uns zurück nach Misty machen, hören wir uns noch die Geschichte hier an. Ja. Damit ich glaube, wir haben wir das Item jetzt bekommen. Weiß ich nicht. Okay, nochmal rein. Okay. So. Oder müssten wir hier rein? Nein. Ach so. Wir hatten gerade kein aktives vorne. Darum hatten wir noch nicht das Item bekommen. Also müssen wir kurz mal heilen. Und dann geht's weiter. So. Okay. Haben wir jetzt den Fahrradkupon? Weiß ich nicht. Okay, Sonnenstein bekommen. Wir müssen ja noch für ihn noch die Schuhe angeln in der Nähe des Boots, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ja, Feuer-Wasser-Pokémon kann ich noch nicht zeigen. Ja. Reverser. Ah, Great Ball. Werde ich mir schon mal holen. 19 Stück. Weil wir ja ein bisschen was fangen wollen. So. Dann zurück. Halt, Pokéball erstmal holen. Weil dahinter ist eine Attacke versteckt. So, Felswhip, okay. So. Dann geht's los. Woher hätte ich erst mit dem Fahrradladen sprechen müssen? Keine Ahnung, wir werden es ja gleich sehen. Ob wir den Fahrradcoupon haben, wenn ja.
bekommen wir hier jetzt das Fahrrad. Ja. So, damit habe ich jetzt das Fahrrad bekommen. So. Hier ist noch Team Rocket zu Hause. Ah, der hat mich vom Mondberg erkannt und hat mich dann wieder rausgeschmissen. Ja. Bei dem anderen gibt es einen Mondstein für einen sehr hohen Preis. Ja. Dann. Nein, wir machen noch die Wundertausche. Ja, weil es kann ja immer noch was Gutes dabei rumkommen. Ich glaube, 2 Stück kann ich machen. Also bewege ich 2 Pokémon, die ich nicht haben möchte. Das Zubat. Geht raus. Und ich brauche ich auch nicht mehr und ein Habitat. Das geht da raus. Wir bräuchten ja so. Nein, ich will nicht weitermachen. So. Hoffentlich kriegen wir ein Feuer-Pokémon. So, ja, ich kann 2 machen, genau, ja. So, das Zubat werde ich jetzt vertauschen. Und Funpi und Snubbull? Okay. Gut, das ist nicht das, was ich wollte, weil ja, so, ja, ich kann noch eins machen, mache ich auch, indem ich noch das noch weggebe. Tschüss Habitat. Und was bekomme ich? Heisenbeck. Okay. Heisenbeck. Okay. Da guck ich mal, was wir noch bekommen haben. Bericht. Okay, ja. Wirklich Funpi und Grumbull. Und du bist Poison Fairy? Ach du Scheiße. Abbock und Fee. Gut. Gut, das sind Pokémon, die ich nicht so ganz gerne haben wollte, weil wir damit nichts anfangen können. Ja. So. Ich da ab. So. Jetzt geht's weiter. Das aber. Ich habe leider kein Feuer-Pokémon bekommen, weil sonst hätte ich das gegen das Bidasamen eingetauscht. Ja. So. Dann mache ich das. Dann besiegen wir jetzt noch die Trainer auf der Route. Und ihr seht, warum ich nicht mehr Cut brauche. Ich habe hier die Schere bekommen. So. Ordisch. Gut, gegen Lumanda. Ja, das war's schon. Und ja. Oh Mann. Es wird ja beschissener Kampf gegen die Pokémon.
Weil hier sind sie jetzt ziemlich schwach für mich. Oh. Ach, Profensa Ultigaria. Schön, das bringt euch auch nicht gerade weiter, weil trotzdem Schwäche. Feuer. Ja. Bloß für Paras bräuchte ich noch ein paar Gegner. Weil für Paras und Garados ist das halt wichtig. Weil die brauchen nur noch ein Level, damit sie sich weiterentwickeln. Paras zu Parasect. Und dann bin ich mal gespannt, was wie der Name lautet. Und das Aussehen, weil Gyarados mit Krabbenscheren, ja, ist ja auch schon eine lustige Variante. Ne, ob er dann noch größere Scheren bekommt. Oh, das ist also normal effektiv. Ja, so. Nein, Mannix. Okay. Dann. Aua. Machen wir erstmal Spore. Das müsste Gestein. Kampfgestein sein, yep. Und mit dem Bugbite. Karate-Chop. Käferbiss war nicht sehr effektiv, ich weiß. Aber es war ja auch nur noch für die Punkte. So. Aliwish. Okay. So, ab zum nächsten Trainer. So, Slowboy. Oh Gott. Vulcano und Slimer. Slimer, sage ich schon. Vulcano und super. Das Zoruno. Die sind zwar Psycho mit, das ist das Problem. Aber Feuerzahn, das überlebst du. Bis. Ja. Ah, das ist Wasser. Okay, es ist vergiftet, wenigstens das. Also ist es Wasserfeuer, also muss Vati ran. Ah, die Elektroball. Das dürfte jetzt, ja, sehr effektiv sein, genau. So. Nein. Oh, Anton und Glumanda. Hat mir gerade das gut, dann gibt es eben einen Donnerschock. Vati ist rein Elektro. Aber ich bin ja gespannt, ob ein YouTuber, bei dem ich die Videos selbst gesehen habe, recht hat. Und dann müsste gleich was Gutes passieren auf Level 30. Okay, Butterwill. Oh. Wir gehen nur kurz zurück zum Pokémon Center, damit ja, die Pokémon geheilt werden, weil weiter nach vorne sind noch mehr Trainer und unser Gaara ist schon ein bisschen angeschlagen und darum muss halt müssen wir halt B3. Smackdown Bebo wieder geheilt werden, damit die überhaupt weiterkämpfen können.
Und das Zoran muss ja auch wiederbelebt werden. Dafür möchte ich jetzt keine Items nehmen, sondern ja, kurz zum Center, weil der Trainer war da oben ja eh auch noch ein einfacher Gegner. So, ja, ich habe vergessen, die Speedform reinzumachen. Na, so, was haben wir denn da? Gut, weil wir müssen hier runter. Und die, ich glaube, noch die vier Trainer. Pikachu. Ja, so. Okay, guten Schlag. Defense viel. Quick Attack. Ach, süßer Damage. Ja. So. Welches Pokémon kommt jetzt? Sandra. Ja, das machen wir auf Gara. Sandra müsste Bugbite. Müsste Psycho sein. Ja, ist sehr effektiv. Gut. Piggy. Ach, Taubsi. Einfach nur ein Krabhammer. Dürfte weg sein. Jupp. Gara kann ganz. Okay. Noch ein Taubsi. Aber es war es ja auch damit schon wieder. Also, auch wenn der Angriff nur 90% Wahrscheinlichkeit hat zu treffen, ist halt das Gute. Kleinstein. Wir wechseln nochmal zu Gara, weil es soll ja auch da die Weiterentwicklung geben. Und die Attacke ist halt nicht sehr effektiv. Nicht Party, sondern kurz mal einen Biss machen. Aber. Und dann noch ein Krabhammer. Ja. Das war's, ich habe das extra gemacht. Mit dem Biss zuerst, damit, falls er. Oh, okay. Na, bitte, Krabhammer jetzt nicht verfehlen. Super. So, ja, Level 24. Okay, Level 3. Ja, wir wechseln. Zu Guatara. Zu Delektiktor. Weil halt. Aua. Weil wir halt ein bisschen angeschlagen sind. Okay. Das war's, weil Geisterattacken waren darauf sehr effektiv. Aber er kommt zu ran. Mach. Aber ja, weil halt wir Gift sind, ist das halt sehr effektiv. Na komm, mach noch ein Biss. Aber ja, er ist noch vergiftet. Wir konnten jetzt wegen, weil wir zurückgeschreckt sind, nicht angreifen. Er war vergiftet. Ja, so, Level 20. No. Das erlernst du nicht, Furienschlaf. So, jetzt müsste Gara sich weiterentwickeln, ja. Und wir haben. Okay. Okay, zur Gara, zu Garsekt. Okay, Garasekt. Gut, wer will Garasekt haben, der schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Wir machen.
Ja, gut, ich habe ja jetzt ein weniger Trainer auf dem. Wir haben ja heute einiges geschafft, darum werde ich jetzt hier auch die Folge beenden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ruhig ein Like da. Falls ihr Tipps und Tricks habt oder Fusionen sehen möchtet, ruhig in die Kommentare. Und ja, dann soll. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ruhig auch abonnieren. Und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.